uns hier auf dem Betriebshof Buttleuth und bauen die Gleise und Weichen um. Wir bauen 27 neue Weichen ein und 27 Gleise. 22 neue Maste werden gesetzt und die Fahrleitung wird angepasst. Warum bauen wir hier die Weichen um? Naja, der Betriebshof ist schon ziemlich alt und die Weichen sind bis zu 43 Jahre alt. Deshalb müssen neue Weichen gebaut werden. Außerdem kriegen wir bald unsere neuen T-Wagen, die breiter sind und entsprechend müssen die Radien der Weichen und der Gleise angepasst werden. Zuerst haben wir die Pflastersteine rausgenommen und den Beton abgestemmt, damit wir die Gleise freilegen können. Hier sieht man schön, wie alt die Gleise sind. Wenn man das hier so betrachtet, man sieht, das ist total abgerostet alles und entsprechend müssen halt die Gleise neu gemacht werden. Damit wir den Untergrund vorbereiten können für die neuen Weichen, müssen wir erstmal die Erde ausheben und die alten Leerrohre rausnehmen. Anschließend werden die neuen Leerrohre gelegt und die Schächte gesetzt. Das Besondere an der Baumaßnahme ist, dass wir hier keinen Betrieb mehr haben. Alle 100 Bahnen mussten ausgelagert werden, einmal zum Betriebshof Ost, zum Betriebshof Eckenheim und auch zum Stadion. Wir bewegen hier ungefähr 13.000 Tonnen Erde, bauen 700 Meter Abwasserkanal, ca. 5.000 Meter Leerrohre werden gelegt und fast 100 neue Schächte werden hier eingesetzt. Das Besondere für mich als Projektleiterin ist natürlich, dass wir hier keine Fahrleitung haben und entsprechend Freiraum auch für die Baggerarbeiten haben. Normalerweise arbeiten wir immer unter der Fahrleitung und müssen aufpassen. Die Fahrleitung wurde hier abgenommen, weil wir die Lage der Weichen geändert haben und die Fahrleitung angepasst werden muss. Das Besondere auf der Baustelle ist, dass ganz viele Gewerke zusammenkommen. Wir haben den Gleisbau, die Fahrleitung, Licht und Kraft, Systemtechnik und alle zusammen hier auf der Fläche zu koordinieren, ist eben die Herausforderung.